Was ist jetzt damit dazu zu sagen? Laudon will ja eine Induktion machen. Will ja sagen, in der Vergangenheit ist es immer wieder so gewesen und deshalb gehen wir davon, sind wir per Induktion da voraus, dazu der Vorhersage berechtigt, dass es auch in der Zukunft so sein wird, dass erfolgreiche Theorien sich nachher als falsch herausstellen werden. Naja, ein Problem ist es natürlich immer noch, auch wenn nur noch wenige Beispiele auf der Liste stehen, selbst wenn das nicht wirklich zu einer pessimistischen Induktion führt, weil es nur noch zu wenige sind, dann würden natürlich auch wenige Beispiele zumindest unser positives Vertrauen in das Wunderargument erschüttern. Das Wunderargument sagt ja, Erfolge sind nur erklärbar durch Wahrheit, mehr oder weniger, annäherungsweise Wahrheit. Und wenn es jetzt erfolgreiche Theorien gibt, die anscheinend ohne Wahrheit und ohne näherungsweise Wahrheit das geschafft haben, dann haben wir ein Problem. Und so ein Beispiel, jetzt ein ziemlich starkes Beispiel offenbar, was auch deshalb dasjenige ist, was immer und immer wieder diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ist die Wellentheorie des Lichts, die auf der Grundlage eines optischen Äthers eben aufgestellt wurde. Was sagen jetzt die Realisten dazu? Jetzt mal hier ein real existierender Realist, Philipp Kitscher, sagt, naja, müssen uns die Theorien genauer angucken. Theorien bestehen aus allen möglichen Bestandteilen und in allen Theorien gibt es eben Bestandteile, die für die Ableitung neuartiger Vorhersagen wesentlich sind und es gibt auch immer unwesentliche Bestandteile. Und er nennt die wesentlichen Bestandteile Working Posits und die unwesentlichen Bestandteile der Idle Wheels. Zumindest in diesem einen Aufsatz, Real Realism, the Galilean Strategy. Und realistische Einstellungen müssen wir natürlich auf die Working Posits einschränken. Hier ist sein Zitat dazu. We should distinguish the hypotheses that are genuinely put to work, claiming that the success of a theory provides grounds for thinking that those hypotheses, the hypotheses that characterize working hypotheses, are approximately true. Und bei der materiellen Natur des optischen Äthers war natürlich aus Sicht, die materielle Natur des Äthers gehört natürlich für Kitscher nicht zu den Working Posits, sondern genau zu den Idle Wheels. Working Posit ist die Wellennatur des Lichtes. Aus der Wellennatur des Lichtes lassen sich die ganzen Dinge herleiten. Aber dass der Äther eine materielle Substanz ist, das ist im Grunde genommen unwesentlich. So, das Problem dieser Sichtweise ist aber, dass die materielle des optischen Äthers zwar aus unserer heutigen Sicht nicht wesentlich ist, aber wenn Sie Fresnel gefragt hätten oder einen seiner Zeitgenossen, dann hätten Sie das ganz sicherlich als wesentlich. Also, was nutzt es dem Realisten, wenn wir rückblickend die Theorie auch ohne diese Voraussetzungen rekonstruieren können? Also, wenn wir rückblickend sagen könnten, ja, ne, also das Wesentliche, das hat schon gestimmt. Und deshalb können wir uns an unseren realistischen Grundüberzeugungen festhalten. Es wäre ja doch aus Sicht des Realismus eben nicht sehr hilfreich, sagen zu können, an unseren heutigen Theorien, da wird wohl was, irgendwas Wesentliches dran sein, was richtig ist. Vielleicht können wir erst sozusagen in Zukunft with the benefit of hindsight sagen, was das ist, was das Wesentliche ist, was richtig ist. Und was das Unwesentliche ist, was nicht richtig war. Oh, jetzt flippt er total aus hier. Das wäre kein befriedigender Realismus. Ne? Also ein Realismus muss schon auch mich rechtfertigen zu einer realistischen Einschätzung gegenüber
den meisten oder den, einer identifizierbaren Klasse meiner theoretischen Annahmen. Eine andere Reaktion auf dieselbe Situation ist der sogenannte Strukturenrealismus. Und den kann man ganz schön an dieser einfachen Formulierung bei John Worrell, der einer der ganz wesentlichen Begründer dieser Richtung ist, illustrieren. Worrell sagt, there was an important element of continuity in the shift from Fresnel to Maxwell. And this was much more than a simple question of carrying over the successful empirical content into the new theory. At the same time, it was rather less than carrying over the full theoretical content or full theoretical mechanisms, even in approximate form. There was continuity or accumulation in the shift, but the continuity is one of form or structure, not of content. Also, die Idee des Strukturenrealismus ist, das, was über den Theoriewandel hinweg erhalten bleibt, das sind Annahmen über Struktur. Die Fresnelsche Theorie hat richtig die zugrunde liegende mathematische Struktur erkannt. Was ist Struktur? Struktur ist die Gesamtheit von Relationen zwischen Gegenständen, zwischen Phänomenen, zwischen Ereignissen. Und diese Gesamtheit wird eben typischerweise, aber übrigens nicht notwendigerweise, ausgedrückt durch mathematische Gleichungen. Also gerade der mathematische Gehalt ist eben typischerweise durch Strukturen, erfasst genau die Strukturen. Dieselben Relationen könnten im Prinzip zwischen verschiedenen Arten von Gegenständen bestehen. Selbe Struktur kann durch verschiedenartige individuelle Gegenstände, partikuläre Gegenstände realisiert sein. Der Strukturenrealismus sagt, wir sind nicht gerechtfertigt in unserem epistemischen Vertrauen in die Ontologie individueller Gegenstände. Unsere Theorien haben immer so eine Ontologie, aber ob die stimmt oder nicht, darüber sollten wir uns keine Gedanken machen. Also da sind wir nicht sozusagen durch den Erfolg der Theorien gerechtfertigt, aber durchaus sind wir durch den Erfolg reifer Theorien gerechtfertigt, Vertrauen in die näherungsweise Wahrheit ihres strukturellen Gehalts zu haben. Und näherungsweise Wahrheit bedeutet eben im Sinne des Strukturenrealismus, dass sich die Gleichungen der alten Theorien als mathematische Grenz- oder Sonderfälle der neuen Theorien erweisen. Hier habe ich einige Autoren genannt. Das sind die hier abgebildeten Herren von oben nach unten, Lady Man. French, Chakravarti und Lyre sind eben alles Strukturenrealisten. Es gibt, also ich habe jetzt Ihnen hier nur eine erkenntnistheoretische Motivation des Strukturenrealismus gegeben. Es gibt auch noch von diesen und anderen Autoren betonte andere Motivationen, warum man für einen Strukturenrealismus sein sollte. Also insbesondere haben mehrere Autoren behauptet, dass ein Strukturenrealismus sich sehr gut mit dem vermuteten Realitätsgehalt aktueller physikalischer Theorien vereinbaren lässt und eben auch mit den Grenzen aktueller physikalischer Theorien, inwieweit man ihnen zutrauen darf, die zugrunde liegende metaphysische Beschaffenheit der Natur ergründen zu können. Also, das ist im Moment sehr, sehr populäre Variante des Realismus. Am längsten und anhaltendsten kann man vielleicht darüber streiten, ob das eigentlich noch eine Variante des Realismus ist oder schon eine Variante des Antirealismus.
der Streit wäre wahrscheinlich müßig. Die Frage ist, ob es eine interessante Wissenschaftstheorie ist und ob sie vielleicht unsere Intuitionen über den Realitätsgehalt von Theorien gut einfangen kann. Gut, so viel wollte ich jetzt zum Thema Realismus sagen.